So, gib mir mal das Taxi, bitte. Du siehst auch großartig gekleidet aus, mein Freund. Hübsches Outfit. So, und dann machen wir mal gediegen zurück. Mit Nitro unterm Hintern. Und schauen uns die nächste Mission für CJ an. Damit sind wir jetzt nicht mehr in der Schuld von Tempany und das sollte eigentlich heißen, dass Sweet freikommt. Aber schauen wir mal, ob Tempany tatsächlich zu seinem Wort steht und Sweet rauslässt oder ob wir noch mehr für ihn erledigen müssen. Im Prinzip hat er uns ja durchweg in seiner Hand. Wir haben ja im Prinzip keine Möglichkeiten, irgendwas gegen ihn zu unternehmen. So. Deconstruction. Hey, homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Kleines Intermezzo, verjage die Baufirma. Und das machen wir auf spezielle Art und Weise. Zerstöre alle Baucontainer und erledige den Vorarbeiter. So wie sich das gehört. Mit Baufahrzeugen kannst du die Baucontainer besser zerstören. Zerstöre alle Baucontainer, dazu wirst du einen Bulldozer brauchen. So, wo finden wir denn den Bulldozer? Ah. Auf geht's. Sei vorsichtig, meide die explosiven Fässer. Oh, da war gerade eins. Das war sehr knapp gewesen. So, kann ich denn hier einfach das Auto durchjagen? Nein, leider nicht. Was ist denn hier los? Magst du mich nicht einfach meine Arbeit machen lassen? Es sind noch 4 Baucontainer zu zerstören. Und ich werde gerade so halb von meiner Katze belästigt. Ich hoffe, das geht gut. Schauen wir mal. Geh mal bitte weg. Wehe, du stößt mein Mikro um. Dann bin ich sauer. So, er schiebt mich noch an von hinten. Das ist sehr freundlich, damit ich es auch ja durch den Container durchschaffe. Damit waren es noch 2. Einer. Und der letzte Baucontainer. Ah, hier drüben. Ganz am Rande. Und vorbei. What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. Schieb die mobile Toilette in die Grube. Dann schütte sie mit Zement zu. Freundlich wie ihr und je, begrabe den Vorarbeiter und seine Toilette. Alter, passt doch ein bisschen auf. So, das war jetzt aber nicht meine Schuld. Also den könnt ihr mir jetzt nicht ankreiden, diesen Verlust. So, das ist die Grube, da drüben ist die Toilette. CJ macht's mal wieder auf die ganz sympathische Art und Weise, die Dinge zu erledigen hier. Okay, die Steuerung ist auch sehr speziell, weil wir eine Hecksteuerung haben. Ich glaube, du hast dich gerade mit Scheiße beschmiert. So. Steig in einen Zementlaster. Das lässt sich einrichten. Guten Tag, die Herren. Ich bin noch beschäftigt. Wir können gleich miteinander reden. Parke rückwärts vor dem Loch ein. Die Bullen stürmen zwar jetzt etwas, aber das sollte alles machbar sein. Einmal rückwärts ran. Bring den Zementlaster in Position. Und los geht's. Winke, winke, Vorarbeiter. Ein böser Tod, muss ich schon sagen. In der Scheiße der Kollegen steckend ersticken. Wundervoll. Mission erfüllt. Und wie wir sehen, ist der Zement auch schon trocken. Das ging sehr fix. Ja, und damit haben wir diesen Teil absolviert. Ein seltsames Zeichen wartet hier auf uns, wenn wir uns hier unten die Garage anschauen.
Aber zuerst gibt's einen Anruf zu erledigen. Yeah, what? Yo, man! It's Jethro, dude! Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Wir schauen uns das Ganze mal mit an. Bei Gelegenheit, ich würde sagen, wir machen aber erstmal die Missionen hier weiter. Was macht denn ihr an meinem Zementlaster da, hä? Naja, egal. Ja, wir können uns das bei Gelegenheit mal mit anschauen. Die sind tatsächlich teilweise nicht ganz einfach, die Sachen, die wir da machen müssen. Aber erstmal geht's hier weiter. Photo hey, Opportunity. You got it? Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Fierro to score yay. Shit. We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection, and I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys are hanging around. Gespechtet? Okay, fast dieser abholen. Was? Wie jetzt gespechtet? Wer hat denn das getextet? Gib mir mal ein Auto hier. Ah! Ja, damit, halt die Klappe. So, fast dieser abholen. Ich schau mal ganz kurz, wo es denn hingehen darf. Müssen wir jetzt wirklich zum Mulholland-Autobahnkreuz? Nein, müssen wir nicht. Okay, wir treffen uns etwas nördlich der Stadt. Okay, ich will eigentlich gar nicht aus San Fierro raus, wenn ich ehrlich bin. Aber sieht so aus, als ob wir eine kleine Reise unternehmen dürfen. Na dann. Es gibt bessere Autos dafür. Aber man kann sich's halt nicht immer aussuchen. Hier ist übrigens die Fahrschule. Und ich muss jetzt erstmal schauen, wo genau ich hier auf die Autobahn muss. Was macht der denn? So, ich glaube, das sollte dann ganz rechts sein. So, ganz rechts und... Ach nee, ich muss ja da drüben eigentlich wieder runter. Das ist natürlich doof. Oh, Entschuldigung, war ich das? Ja, dann machen wir hier auch gleich wieder runter. Und suchen uns einen anderen Weg darüber. So, ich sehe ihn auch schon vor meinem geistigen Auge. Fahren wir doch einfach mal übers Grün. Und schauen mal, ob das halbwegs passt. Denn mein Gedanke war, ja, ganz wunderbar. Mein Gedanke war, dass wir eben diese jene Straße hier nehmen. Huch. Das sollte uns eigentlich auf direkten Wege dorthin bringen, wo wir hinwollen. Auch ohne jetzt extrem viele Kehrtwenden und sowas mitzunehmen. Oh, hallo, hallo, hallo. Darf ich mal Ihr Taxi ausleihen? Oh. Darfst einsteigen. Steig ein! So, er kann stehen bleiben mit seinem Baseballschläger. Kein Problem. Den Bullen scherzt nicht, dass wir gerade ein Auto geklaut haben. Mach mal das Loch zu. CJ? Ach, Mann. So, ich schau noch mal kurz. Ja, es ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin irgendwie überhaupt nicht da lang gefahren, wo ich langfahren wollte, stelle ich gerade fest. Wie zur Hölle? Was? Wie bin ich denn hier hingekommen? Okay, wir müssen da mal kleine Planänderungen vornehmen. Ich bin irgendwie vollkommen vom Weg abgekommen, kann das sein? Oder... Jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Stimmt die Markierung überhaupt? Oh ja, ich hätte... Ja, ich bin eine zu früh rechts rein. Das ist das Problem. Okay, kein Problem, kein Problem. Lässt sich alles kitten. Wir müssen einfach nur geradeaus fahren. Wow! So. Oh shit! Hier wollte ich nicht hin. Ja, das ist gründlich schief gegangen, würde ich sagen. Ich hoffe mal, ich komme hier den Hügel hoch. Nein, das sieht schlecht aus. Vielleicht hier drüben? Irgendwo? Komm schon, die Schräge ist nicht so schräg, wie sie aussieht. Bitte CJ. Mach mit. Nein, er macht nicht mit.
Tja, ich glaube, wir müssen uns auf eine kleine Schwimmtour vorbereiten. CJ? Oh, danke schön. Danke. Glück gehabt. Großes Glück gehabt. So, diesmal würde ich sagen, nehmen wir dann auch die richtige Straße. Es ist neblig geworden, stelle ich fest. So, die richtige Straße, die führt uns durch einen Tunnel. So, jetzt sind wir auf dem Weg, den ich eigentlich für mich vorgesehen hatte hier. Und der uns dann auch wirklich relativ direkt zum Ziel bringt. Mann. Was nicht so alles schief gehen kann. So viele Straßen gibt es schon gar nicht in dieser verdammten ländlichen Gegend hier. Nicht doch. Schön auf den zwei Reifen bleiben. So. Ich habe keine Ahnung, warum Caesar sich jetzt unbedingt mit unserem Arsch der Welt treffen möchte, aber soll mir recht sein, solange wir irgendwas erfahren. Was auch immer wir erfahren sollen, ich habe keine Ahnung. Ich meine, gut, dann fährt er halt eine Karre von dem Ballast rum, ne? Schauen wir doch mal. Bin ich falsch gefahren? Ich bin falsch gefahren. Natürlich bin ich falsch gefahren. Wer hätte auch etwas anderes von mir erwartet? Okay, dann müssen wir einen kleinen Umweg fahren. Das hat ja schon wieder super geklappt. Also wir sehen, die Orientierung hier auf dem Land klappt 1A. So, wir fahren dann mal hier lang. Und dann bei nächster Gelegenheit nochmal links und dann sollten wir auch auf dem richtigen Weg sein. Dann haben wir eben die zweitschnellste Route zum Ziel genommen. Ist auch okay. Ja, ich glaube, da hinten bei diesem Fabrikgebäude am Arsch der Welt, das sollte es sein, wo wir hinwollen. Wow! Okay, nichts passiert, keinen Schaden genommen, erstaunlicherweise. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir doch ein bisschen was verlieren, aber nö. Warum auch? So, und da haben wir dann auch schon Caesars Lowrider-Karre. Ach, ich wollte gerade sagen, die ist aber leer, aber er stand daneben. Ja, geht klar. Moppel mich nicht an, Alter. So, bevor er jetzt anfängt zu quatschen, schaue ich erstmal, wo wir hinfahren. Red County, müssen wir jetzt... Wo müssen wir denn hin? Ich sehe es irgendwie nicht. Es war doch irgendwo hier rechts gewesen, ne? Ach, Angel Pine. Okay, warum auch immer wir uns hier treffen mussten, um dann hier hinzufahren. Ich habe keine Ahnung. Wir hätten uns ja auch gleich irgendwo hier treffen können. Fahren wir halt einfach mal drauf los. Edson. Wo sind wir? Sie waren headed over Angel Pine Way. Follow the road and maybe we can pick them up. Begib dich raus nach Angel Pine. Ich glaube, ich kann mich so ein bisschen an die Mission erinnern. Ach ja. Die weiten Wege sind doch noch nicht ganz vorbei. So, mal sehen, ob ich jetzt auch die richtige Straße nehme, den richtigen Weg. Aber ich glaube, das sollte halbwegs gut passen. So, wir müssen jetzt bloß irgendwie auf den Highway. Glaube ich. Wir schauen mal. So, hier vielleicht? Sieht gut aus. Okay. Na dann. Hier können wir jetzt wenigstens mal... Was zur Hölle? Kommt ein Motorrad angerutscht ohne Fahrer. Jetzt können wir wenigstens auch mal ein bisschen Gas geben hier auf dem Highway. Ich merke schon, der Highway, der ist wirklich so eine gesetzlose Zone. Also, hier gilt echt das Recht des Stärkeren, wie es aussieht. Wenn du hier unter die Räder von irgendjemandem gerätst, hast du einfach mal Pech gehabt. Oh! Ja. Man sollte natürlich auch aufpassen, ob da auf der Gegenfahrbahn, beziehungsweise nicht auf der Gegenfahrbahn, auf der eigenen Fahrbahn, irgendwelche anderen Autos kommen. Ich frage mich immer, warum hier so halb verschrottete Karren in der Gegend rumstehen. Warum? Wer stellt die denn immer dahin? Naja. Fragen, die die Menschheit bewegen, aber wir werden sie nicht beantworten können. Alter.
Die fahren echt wie die Assis, sagte der, der im Vollgas hier durchzog und an allen vorbeizieht. So, aber ist aber auch schön die Physik mal wieder, wie der LKW die Spur wechselt, in was für einem Tempo. Hui. Okay. Fast in Angel Pine. Ich hoffe, ich muss nicht irgendwie zoomen, denn wir müssen gleich mit der Kamera umgehen. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Zoom-Tasten sind auf der Tastatur. Ich glaube, wir müssen hier runter. So. Das gute alte Angel Pine, wir kennen es als der Arsch der Welt. Denn hier wurden wir ja von Tempany und Pulaski abgesetzt. Da sind wir wieder. Traumhaft. Steig aufs Dach. So, haben wir eine Kamera oder sowas? Nein, aber ein Raketenwerfer. Hauptsache Raketenwerfer. So, wo muss ich denn hier? Da? Möglicherweise. Ah ja. Hier müssen wir hin. Fotografiere das Gesicht jeder Zielperson, aber mach schnell und geh so nah wie möglich ran. Und das Zoomen habe ich auch rausgefunden, das ist einfach bloß das Mausrad. Alles klar. There it is, Holmes. Kommt jemand? So, der war zwar nicht gemeint, aber egal. Ryder, du Schirmhead! This business is bigger than any gang, is it? Ryder! Little bitch! Wen haben wir denn da? Ein neuer. This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it? Ich glaube nicht. Oh, da drüben. Alles klar. Hey, who's the gringo? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs pushing product, it's a serious organization. Auf jeden Fall hat er einen Haltungsschaden. Er sollte den Kopf ein bisschen weiter zurücknehmen. Oh, der Pimp. How many of these clowns are there? Ah, I know a pimp when I see one. Ja. They being clever about this, it ain't no exchange of nothing incriminating. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Was genau wir dort jetzt aber gemacht haben, weiß keiner. The cash is leaving Los Santos again. Schön. Benutze deine Kamera, um San Fierro zu erkunden. Wer weiß, was du dabei alles entdeckst. Warum habe ich das Telefon noch in der Hand? Ich habe keine Ahnung. Kannst du das Telefon dann wieder loslassen, vielleicht? Eventuell? Ich habe dem Kurier 0 Dollar gestohlen, das ist sehr schön. Ist auch super, dass Caesar gerade eine Mission mit mir erledigt und mich im nächsten Moment sofort anruft, um mir zu sagen, dass mal wieder gedealt wird. Ja, ich werde das mit den Drogenkurieren nicht machen. Also, wenn, dann höchstens mal abseits der Aufnahmen, um Geld zu verdienen, weil da ist nichts Spannendes dabei. Ist ja einfach bloß eine Verdienstquelle.